erstmal haben wir ja einen Vorteil gegenüber dem klassischen Neubau, weil Bauen im und mit dem Bestand ist ökologisch die immer vorzuziehende Variante. Insofern spricht man dann hier über die Weiterverwendbarkeit von Bauteilen beim Tragwerk auf der einen Seite, aber auch bei den anderen Gewerken. Wenn man das dann durchmischt mit ökonomischen Fragestellungen, kommt man tatsächlich manchmal an seine Grenzen. Auch hier wieder das Beispiel der Fassade. Wir können tatsächlich nicht alle alten Gläser oder alle alten Materialien weiterverwenden, sondern sind bisweilen gezwungen, sie auszutauschen. Und die ökologische Vereinbarkeit ergibt sich dann nicht rein aus der materiellen Betrachtung, sondern eben auch aus der betrieblichen Betrachtung. Was macht das sanierte, wiederhergestellte, transformierte, denkmalgeschützte Gebäude während seiner neuen Lebenszeit in den nächsten Jahrzehnten? Wie sind die Energieverbräuche, Stromverbrauch, Heizkühllasten? Und das muss man, denke ich, in die Betrachtung mit einziehen. Also auch hier bringt die ganzheitliche Betrachtung aller Gewerke tatsächlich nur das richtige Ergebnis.